gehört viel von E-Sports, aber ich glaube, wenn ich das so in meinem Kopf habe, dann stelle ich mir so einen Spieler vor, der vor der Konsole ist. Natürlich, E-Sports ist einfach, du hockst eigentlich auf deinem Stuhl und schaust im Bildschirm. Aber auch wenn du so einen ganzen Tag ein Turnier hast oder so, dann merkst du es nachher schon auch mental, die Konzentration, du bist müde. E-Sport ist kein richtiger Sport. Das ist, glaube ich, die heiß diskutierte Frage, die man überall, wenn es um E-Sports geht, hört man die Frage. Für mich ist es Sport, weil ich selber das immer wieder miterlebe, wie man am Abend müde ist, wenn man wirklich viel gespielt hat. Und sobald es für mich dann wirklich nach einer Leistung und auch, dass du auch merkst, dass du etwas betrieben hast, ist es für mich eigentlich eine Sportart. Und von dem her ja, ist die Aussage für mich nicht richtig. 1-0 St. Gallen, hä? Let's go! E-Sportler sitzen den ganzen Tag hinter geschlossenen Vorhängen. Ja, also ich muss sagen, es ist schon. Für mich persönlich ist es angenehm, wenn es dunkel ist. Aber da ist jeder Spieler ein bisschen anders. Die einen lieben, wenn es ein bisschen Licht hat. Aber ich bin doch, muss ich sagen, schon lieber im Dunkeln, ja. Fußballer haben es im Spiel einfacher als E-Sportler, da sie sich hinter dem Team verstecken können. Freche Aussage. ja, nein, das stimmt so auch nicht. Ich meine, im Fußball ja, ist ein Teamsport, aber auch individuelle Klasse zählt da. Und da kann man sich, glaube ich, nicht verstecken, weil das sieht man schlussendlich dann auch. Fußballer schlafen viel. Ja, ich glaube, der E-Sportler schläft ein bisschen mehr. aber Fußballer schlafen auch viel, weil natürlich Schlaf sehr wichtig ist und Regeneration. Es ist einfacher, ein Aufgebot für die Schweizer E-Nationalmannschaft zu erhalten, als für die Schweizer Nationalmannschaft. Das sind komplett zwei andere Welten eigentlich. E-Sport ist so klein und Fußball ist wahrscheinlich der grösste Sport der Welt. Und das gibt es mit, heisst nicht, x Leute, die wirklich gut sind und schlussendlich dann für sein eigenes Land spielen können. Auf dem richtigen Rasen ist nochmal eine ganz andere Liga als auf der Konsole. Ja, also schlussendlich denke ich, das ist auf beiden Ebenen die höchste Stufe, oder? Ja. Und die höchste Stufe ist immer am schwierigsten zu erreichen, oder?